Hallo ihr Lieben, mein Name ist Maren und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute 5 Kartenideen zum Folieren mit Transfergel oder Tacky When Dry Gel Medium. Was ist das? Das ist so eine Paste, die in einem kleinen Schraubdeckelglas ist, die ihr mit einem Spachtel auftragt. Und die ist natürlich erst eben spachtelbar oder pinselbar und wird dann nachher, wenn sie getrocknet ist, fest, also und bleibt klebrig, so ähnlich wie hier Tombow-Kleber, der ja am Ende auch ein Tacky When Dry-Kleber ist. Also das ist ein Medium, das klebt nachher eure Folie auf euer Projekt. Es hat eine etwas andere Viskosität als der Klebstoff. Es lässt sich eben einfach besser mit dem Spachtel verteilen und auch da habe ich wichtige Erkenntnisse für euch, was da vielleicht schief gehen kann. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie euch meine Kartenideen gefallen. Und ja, schreibt mir gerne eure Favoriten hier nach unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, denn es sind ja so Unisex bis männliche Karten dabei. Es ist was für eine Hochzeit dabei und eine Karte, die man generell auf ganz, ganz viele Anlässe ummünzen kann und alles wie immer mit eurem Material. An Dekofolien könnt ihr da eigentlich alles nehmen, fast alles, denn auch da habe ich hier auf meiner Entdeckungsreise eine unerwartete Entdeckung gemacht, dass ein Produkt tatsächlich nicht funktioniert hat. Aber generell testet es einfach aus. Ich denke, ihr könnt fast alle Folien verwenden. So ähnlich eben wie bei dem Tacky When Dry Kleber, wie bei dem Tombow. Es ist ja einfach nur ein Klebemedium und das löst diese Dekofolie in den allermeisten Fällen ab. Zuallererst werde ich das Ganze nur mit einem Spachtel freihand auftragen. Auch das ist ein sehr schöner Effekt, super schnell gemacht. Und ich nehme mir dazu einfach hier so ein wenig was von dem Gelmedium. Ihr seht schon, das hat eher so eine Konsistenz, sage ich jetzt mal, wie so eine ja, Nivea- oder Florena-Creme als wie Kleber. Und das habe ich mir jetzt hier einfach mal so aufgetragen für eine Hintergrundfolierung, für einen Gruß. Also ich hatte mir hier so eine Hallo-Stanze rausgesucht. Ich habe, glaube ich, nachher eine andere verwendet. Aber da könnt ihr eben an Grußbotschaft verwenden, was ihr so gebrauchen könnt. Und das war es jetzt auch schon. Das ist jetzt weiß und wenn es getrocknet ist, wird es klar. Ihr seht, dass auf der rechten Seite hier noch ein Rest, den ich besonders dick aufgetragen hatte, dass der natürlich länger braucht. Und den nehme ich mir jetzt hier einfach auf ein Stück Küchencrepe ab, auf das es dann gleich doch jetzt noch mal ein bisschen zügiger durchtrocknet und ich gleich losfolieren kann. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, wie lange das trocknet, aber es hängt eben auch von der Dicke ab. Ich schätze mal so 10 Minuten. Ich hatte in der Zeit eben schon ein anderes Projekt weitergearbeitet und jetzt nehme ich mir eine Folie, die hier ist für Hotfoil-Geräte eigentlich. Und das ist eben so was Irisierendes, aber für diese Technik könnt ihr auch super Reste verwenden. Ihr seht, ich bewahre meine immer in der Rolle auf und das ist schon sehr lange her, dass ich die mal für ein Projekt mit einem Hotfoil-Pen verwendet habe. Vielleicht können sich einige von euch noch an das Video dazu erinnern, ist schon sehr lange her. Und das lege ich jetzt einfach auf und reibe es auf, einfach mit dem Finger, gar nicht so sehr mit dem Fingernagel, sonst habt ihr da nachher irgendwie so leichte Riefen drin, denn ich habe den Eindruck, dass dieser Kleber tatsächlich so ein wenig flexibel bleibt. Und wenn ihr schon Reste quasi habt, wo auch, also wo jetzt schon Motive fehlen, ihr könnt das, so wie ich das hier zeige, immer wieder anlegen und wirklich den letzten Rest eurer Dekofolie aufbrauchen. Und wow, das funkelt doch schon mal ganz toll, oder? Und ihr seht auch, ne? Also das ist eben kein gleichmäßiger Auftrag. Wenn ihr das wollen würdet, kriegt ihr das bestimmt auch hin. Aber das könntet ihr jetzt zum Beispiel auch für Schablonen verwenden, denn
Mit so etwas schabloniert man ja auch sehr gerne. Das ist eben die eigentliche Anwendung. Und da könntet ihr jetzt zum Beispiel bei so einer Schablone hier in der Mitte vielleicht einfach nur die kleinen Staubblättchen folieren. Ne? Also, dass ihr euch irgendwo Akzente setzt oder so. Bei einer grafischen Schablone könntet ihr zum Beispiel jetzt gar nicht die ganze Schablone verwenden. Ihr könntet euch ein Feld aus so etwas zum Beispiel raussuchen und das abmaskieren. Ihr macht vielleicht die Felder mit Stempelfarbe, färbt die ein und sucht euch ein Feld aus, was ihr dann mit diesem Tacky When Dry Medium, mit diesem Transfergel bestreicht und das eben abmaskiert, könnt ihr euch einfach Klebeband an den Rand kleben und dann habt ihr zum Beispiel eine Fläche, die ihr eben folieren könnt. Das könnt ihr natürlich auch mit ganz anderen, mit Blütenschablonen etc. pp. Machen. Dann gibt es natürlich auch Textschablonen, das werde ich hier auch abdecken und ich werde hier genau diese geometrische Schablone nehmen, so rum. Und mit der werde ich jetzt auch einmal direkt weitermachen. Und dafür mache ich genau das, was ich eben schon überlegt habe, dass man eben einen Teil mit Stempelfarbe einfärbt und einen Teil mit Folie belegt. Und meins ist jetzt irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, ob sich das auch Layering-Schablone nennt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat noch irgendwie einen anderen Namen. Meine ist eben von Altenew. Aber die kann man jetzt einfach einmal umdrehen. Dazu muss man sie einmal reinigen, weil sonst die Stempelfarbe auf die andere Seite kommt nach dem Inkblenden. Und ihr seht, dann gibt das so ein geometrisches Muster. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr eine andere Schablone habt, was ja sehr wahrscheinlich ist, auch einfach Teile abmaskieren. Und ich habe jetzt einfach die eine Seite eingefärbt und die andere Seite wird jetzt komplett mit Gelmedium belegt. Hier verwende ich dazu einen sehr flexiblen Spachtel und das funktioniert auch ganz gut, ohne dass was hinter die Schablone läuft, weil die Schablone relativ stark ist. So, und das ist mein fertiges Ergebnis und ihr seht schon, dass das auch in diesem dunklen Blaugrau und in dem Weiß gut aussah. Jetzt ist es getrocknet und jetzt ist es klebrig. Und meine Idee dazu ist, dass ich das Ganze jetzt zweifarbig foliere. Also ich habe jetzt hier irgendwie so eine ja sehr fleckig irisierende Folie, die ich glaube ich sonst noch nie verwendet habe. Also mir war das einfach zu auffällig, zu unruhig und ich wollte einfach jetzt mal sehen, ob ich die Folie, von der ich gedacht habe, dass ich sie garantiert niemals nicht verwenden werde, ob ich die jetzt hier zu irgendeinem guten Nutzen führen kann. Ihr seht, dass ich das so richtig fein säuberlich mit dem Finger festreibe. Das ist übrigens auch sehr schön, weil man hier keinen Zeitdruck hat, anders als bei dem Bonding-Pulver, wo es ja immer relativ schnell gehen muss. Also hier, das ist wirklich auch so eine total ruhige Sache. Also man trägt es auf, man wartet, bis es trocken ist, aber es dauert jetzt eben auch nicht ewig. Und jetzt hier ist da gar keine Eile geboten. Ne? Es klebt einfach. Ihr könnt es auch jetzt bis zum nächsten Morgen liegen lassen. Das habe ich hier nämlich genau getan. Das klebt dann immer noch und das ist dann super stressfrei irgendwie. Da passiert dann nichts mehr dran, bis da eben irgendwas draufklebt auf dieser Klebeoberfläche. Ja, so und jetzt habe ich mich hier einmal durchgeschnubbelt und ihr seht auch, dass ich das so ein bisschen wieder versetze, da wo es irgendwie nicht ganz anscheinend geklebt hat und so. Also da kann man immer dann auch super ansetzen. Und das finde ich jetzt schon mal erstaunlich gut. So, und jetzt setze ich das gleiche Stück nochmal auf der anderen Seite an, so ein bisschen versetzt. Also wie gesagt, da könnt ihr eben auch Reste mit aufbrauchen. Und da, wo es jetzt eben nicht foliert hat, weil da keine Folie war, geht man einfach nochmal drüber. Alles gar kein Problem. Als zweiten Farbton nehme ich jetzt so ein Türkisgrün und auch das habe ich schon mal hier verwendet und habe das Ende aber einfach an der Rolle gelassen. Also auch das mache ich gelegentlich
und lege das jetzt wieder an. Also ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich gar nicht so passgenau arbeiten, weil ja bis auf diesen Mittelstreifen die anderen Bereiche eben schon mit Folie belegt sind, also gar nicht mehr kleben. Das heißt, da würde auch keine türkisene Folie mehr anhaften bleiben. Und jetzt seht euch bitte mal dieses Ergebnis an. Also ich finde es richtig super. Ich meine, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Überlegt mal, ihr könntet, wenn ihr ein Blumenmotiv habt, könntet ihr euch irgendwie einen Kreis aussparen, den ihr foliert, andersfarbig oder überhaupt nur foliert, wo ihr sozusagen nur innerhalb eines Kreises die Paste auftragt oder so, ne? Da ist wirklich total viel möglich. So, ich hatte jetzt hier noch ein zweites Modell, schwarz mit Roségold, und das wollte ich schwarz folieren und habe hier auch diese Spellbinders Folie für die Glimmer Hot Foil Maschine genommen, eine schwarze. Das habe ich mir sehr edel vorgestellt und beim Aufreiben habe ich jetzt schon gemerkt, irgendwie will das gar nicht richtig kleben bleiben. Irgendwie ist das komisch. Und jetzt guckt mal, da ist ein bisschen was kleben geblieben. Aber diese Folie ist tatsächlich irgendwie ein bisschen anders. Da ist, als ob da unten noch irgendwie so eine grau-weiße Trägerfolie drunter ist, weil die ist nicht metallic, sondern die ist wirklich schwarz und weiß. Also diese Packung da, ne? Da war eine Rolle schwarz, eine Rolle weiß drin. Und bei der Folie hat es tatsächlich nicht geklappt. Also das habe ich hier wirklich nur bei diesen unmetallic-farbenen gehabt. Schreibt ihr mir mal, ob ihr dazu Erfahrungswerte habt. Ich habe jetzt das Ganze einfach nochmal mit dem Gelmedium bestrichen, wieder trocknen lassen und habe jetzt den nächst dunkelsten Ton, den ich bei mir gefunden habe. Das ist irgendwie so ein Nachtblau irisierend. Das ist auch wieder von der Go Press and Foil, also eigentlich auch für eine Hot Foil Maschine, aber ist eben schon eine Metallic Folie. Und das hat wieder 1A geklappt. Und andere Spellbinders Folien haben übrigens auch geklappt. Also das war jetzt nur anscheinend, also kann mir keinen Reim drauf machen. Frage an euch, habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht? Und wenn ja, bei welchen Folien? Würde mich mal sehr interessieren. Ob das jetzt hier nur eine Momentaufnahme war, das war jetzt zum Beispiel auch eine neuer gefertigte Folie. Vielleicht haben die auch irgendwie ihre Folien verändert. Keine Ahnung. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall über zu einer feinen Schriftschablone. Und bin sehr gespannt, ob dieses doch relativ flüssige Gelmedium auch mit so einer feinen Schablone funktioniert oder ob es vielleicht drunter läuft. Ich bin sehr gespannt. Und diese Schriften, die wiesen doch alle in so eine Liebesrichtung. Und darum habe ich mir jetzt noch Herzstanzen geholt aus meinem Fundus und habe das in so ein Schablonenmaterial, was ich mir mal gekauft habe, gestanzt. Also da könntet ihr aber natürlich auch jedwelches andere Motiv nehmen. Also bei mir wird es tatsächlich eine Hochzeitskarte, weil ich demnächst im Juni wirklich eine brauche. Es war hier eine sehr gute Gelegenheit. Und ja, dieses Folienmaterial, das lässt sich total gut stanzen. Also ich habe das einmal durchgekurbelt und das hat jetzt nicht bei jedem hier bei dieser kleinen Outline, hat das nicht so gut funktioniert, aber das hängt nur an ein paar Ecken fest und das konnte ich leicht mit einem Cutter lösen. Aber wie gesagt, aus dieser großen Umrandung hatte es sich eh gelöst. So, ich werde das Ganze auf ein quadratisches Format planen, weil dieses größte Herz, das ist ja schon, also ich fand, da bot sich jetzt irgendwie das Quadrat an. Und ich werde jetzt hier erstmal ein wenig Inkblending betreiben für den Hintergrund. Das Ganze wird so in verschiedenen Weißtönen und sehr zarten Rosé- und Sandtönen gehalten sein, mit ein wenig goldener Schrift. Ich fand, das war doch sehr, sehr edel. So, und das ist das erste sehr zarte Herz für den Hintergrund. Und jetzt diese Stanzen, die stanzen ja wirklich so eine kleine Außenlinie noch. Oh nein, und guckt mal, da ist mir das Stempelkissen aufgegangen. Ich wollte euch nur die Farbe zeigen. Und da habe ich tatsächlich so einen Schmatterer oben in der Ecke drauf gehabt auf dem Papier. Aber auch da zeige ich euch nachher noch, wie ich das repariere. So,
Also, es wird nachher noch eben ein eingefärbter Rahmen dazu kommen in diesem ganz dünnen Cardstock. Nein, nicht. Also ein dünner Rahmen aus Cardstock. Meine Güte. Ich bin immer noch so von der Rolle hier, weil mir da das Stempelkissen da reingefallen ist. Also total ärgerlich. Naja, also, das ist das große Herz in der einen Farbe und für das kleine Herz habe ich jetzt das in einer anderen Farbe noch geinkblendet und dann haben wir hier schon vier Herzchen und die Schrift kommt jetzt auf Vellum. Da wollte ich nämlich als Stresstest sozusagen noch mal austesten, weil die ja doch recht flüssig ist. Wie viel Wasser ist denn da drin? Wird sich das bei Vellum wellen? Denn also das ist jetzt schon so ein bisschen stärkeres Vellum. Ich kann euch gar keine Grammzahl sagen, aber also es ist auf jeden Fall stärker als 80 Gramm, würde ich sagen. Ich würde denken, dass das irgendwo zwischen 90 und 120 Gramm ist oder so. Ich kann es euch aber eben nicht genau sagen. So, ich habe hier mit einem harten Spachtel aufgetragen, also der nicht so flexibel ist und das hat super geklappt. So. Und hier ist es jetzt getrocknet und es wellt sich tatsächlich ein bisschen. Und das hier ist übrigens eine Spellbinders-Folie. Die schwarze hat ja vorhin nicht funktioniert. Und hier diese gebrauchte goldene, das Motiv wird euch sicherlich auch noch bekannt vorkommen, was da war. Die hat super funktioniert, also da gab es gar nichts zu beanstanden. So, und jetzt gibt es hier noch eine Restekarte. Ich habe gedacht, ich habe jetzt hier so viel Folienreste und da habe ich mir einen grauen Cardstock genommen und eine sehr dünne Schablone. Und guckt mal, das ist unter die Schablone gelaufen und hat irgendwie, also es hat da nur ganz kurz drauf gelegen, aber die Schablone hat den Cardstock festgeklebt. Also das hier, das ist ein Fotokarton und der hat offensichtlich andere Qualitäten als der Cardstock, den wir normal verwenden. Ich habe den von Modulor gekauft, weil ich bin ja so ein Typ irgendwie so Support Your Local Dealer. Also ich finde ja lokalen Einzelhandel immer ganz toll und möchte die ja auch unterstützen. Aber dafür war das jetzt nicht gut. Also da solltet ihr eben auch auf meine Güte, Cardstock-Qualitäten achten. Denn ja, manches funktioniert und manches nicht. Aber lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen. Ich habe einfach ein anderes Grau genommen. Und ihr seht, wie ich es aufgetragen habe. Und jetzt foliere ich hier auch mehrfarbig, auch wieder nur komplett mit meinen Resten. Und das Ganze wird jetzt sogar dreifarbig. Also da habe ich gedacht, okay, jetzt hauen wir mal richtig hier in die Vollen. Aber ihr seht, das sieht im Endeffekt auch irgendwie ganz spannend aus. Also bei der Karte war ich jetzt sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Wenn ihr da noch kleine Reste habt, die noch kleben sollten, dann geht ihr einfach mit eurem Antistatik-Tool drüber und dann wird das schon. Nun aber zurück zu meinem ersten Versuch mit der Freihandspachtelung, nenne ich das jetzt mal. Da habe ich mir dieses Hello von A Pocket Full of Happiness genommen und das hat ja immer so zwei Schichten, einmal unten, einmal oben und das stanzt ja immer nochmal so Motivlinien aus und da mache ich immer gleich beides irgendwie und lege mir dann eins hin. Also da fällt dann ja aus der oberen Stanze fallen quasi zwei Teile raus. Ihr habt es ja gerade gesehen. Und jetzt habe ich mir hier nochmal so ein bisschen was Sommerliches von A Pocket Full of Happiness genommen. Und das ist schon die fertige Karte. Ihr seht, die Blättchen, die habe ich noch so ein bisschen mit Stempelfarbe farblich betont. In der Mitte einfach ein anderer Grünton. Habe noch einen kleinen Textstempel drunter gesetzt. Und das ist eine sehr schlichte Karte, aber da könnt ihr eben auch super, wenn ihr noch irgendwelche Motivpapiere habt, wo sich das vielleicht anbietet, eben das mit Folienakzenten aufzuwerten oder so. Das ist super schnell gemacht und ja, überlegt euch das mal. Da könntet ihr ja an Stanzteilen Blümchen, was auch immer, was bei euch thematisch passt, mit dazu
gestalten, ob es nun kleine Tierchen sind oder was auch immer. Das ist ja an sich so eine flexible Karte, aber ihr gebt eben einfach ein bisschen Glanz hinter euer Motiv. Und ich finde, das sieht doch super aus. Sehr schöne Sommerkarte für alle möglichen Anlässe. Also da könntet ihr natürlich auch Glückwunsch nehmen oder irgendwie was, ne? Das ist euch ja freigestellt. Aber irgendetwas Durchbrochenes ist natürlich attraktiver, weil da dann noch einmal die Folie durchscheint. Bei dieser Karte habe ich auch einfach nur noch mal ein Alles Gute drauf gegeben. Und der Hintergrund, der ist ja tatsächlich so ein bisschen kribbelig, sage ich mal. Da habe ich ein Vellum drüber gelegt. Und eben ein Alles Gute dazu draufgegeben. Auch hier gleiches A Pocket Full of Happiness Stanzenkonzept wieder mit diesen Linien. Und ihr seht, da habe ich eine goldene Öse reingestanzt und ein bisschen Garn reingeschlungen. Also ich finde, das ist eine prima männliche oder Unisex-Karte. Ich finde ja so geometrische Sachen für Männer immer ganz toll, aber da könnt ihr natürlich auch in die Vollen gehen. Also ich meine, was heißt männlich, weiblich, ne? Viele Frauen finden ja Blau auch toll. Also ich bin jetzt persönlich nicht so ein Blautyp, aber ne, das ist eigentlich für alles und jeden verwendbar. Mit eben dem entsprechenden Gruß, den ihr gebrauchen könnt. Und wie gesagt, das könntet ihr auch auf eure Schablonen ummünzen. Und auch sehr schnell gemacht, aber eben ein sehr eindrucksvoller Hintergrund, wie ich finde. So, jetzt noch die kleine Schwester zu der Karte. Oder naja, kleiner ist sie ja nicht, die schwarze Schwester zu der Karte. Die kriegt jetzt nach dem gleichen Konzept eben auch noch ein bisschen Plimplim dazu und ihr seht eben, wie man das vielleicht noch anders gestalten kann, einfach mit einem anderen Spruch. Und da könntet ihr natürlich jetzt auch noch irgendwelche kleinen Blümchen oder Zweige dazugeben. Ich habe hier zwei Stanzensets von Lora by Lora verwendet. Und da gibt es eben noch so eine hübsche Blümchen-Einschlagverpackung dazu, die ich mir aus Craft-Papier ausgestanzt habe, tatsächlich aus Papier, damit es nicht zu dick wird. Aber so ein Teil könnt ihr euch auch selber aus einem Kreis falten im Grunde, ne? Also da aus einem Kreisausschnitt und könnt da andere Blümchen von euch mit reingeben, um so einen Blumenstrauß-Effekt zu erzielen. Ich habe übrigens, bevor ich dieses Papiertütchen da zusammengeklebt habe, ich habe da eine Klebemaus, also einen Kleberoller reingerollt und mir dann meine Blümchen da reinsortiert und das dann vorne mit einem Kleberoller einfach verschlossen. Also das war sehr einfach und das konnte man eben auch wieder hochnehmen. Ich glaube, das war so ein DM-Kleberoller oder so, keine Ahnung. Das ist die fertige Karte, auch wieder für alles und jeden einsetzbar. Je nach Farbe, je nach Gruß. Und ja, ist einfach nochmal eine hübsche Variante, wie ich finde. Ihr seht hier an der Seite, dass das eben schon ein bisschen absteht. Und ich habe es auch absichtlich überstehen lassen, weil ich das irgendwie nochmal, ja, sehr besonders fand. Und ansonsten ist die Karte ja schon sehr streng und geometrisch. Und ich fand, das konnte da noch so ein bisschen Leichtigkeit vertragen an der Stelle. Und ja, schreibt mir mal, ob sie euch zu dunkel ist. Aber mir gefällt sie eigentlich ziemlich gut. So, und das Restekärtchen, das habe ich jetzt hier auch einfach mit so einer Stanzteilblume verziert, die noch ein bisschen Band bekommen hat und zum Teil eben auch Vellumblätter, noch einen kleinen Geburtstagsgruß dazu und fertig war die Laube auch wieder das, je nach Gruß. Also der Gruß kann wirklich eben ganz klein gestempelt sein. Ist das wieder für alles Mögliche einsetzbar und eine gute Möglichkeit, einfach irgendwelche Folienreste zu verwerten, ohne dass man die jetzt irgendwie ungenutzt in den Müll geben müsste. Und last but not least kommt jetzt hier mein Hochzeitskärtchen und die Herzrahmen, die werde ich einfach mit Flüssigkleber aufsetzen und mal gucken, wie ich dann mein Vellum Herzchen da befestige und ja, sowas könnt ihr natürlich beliebig lange hin und her rücken, bis es euch gefällt. Bei mir passten 5 Herzen tatsächlich sehr gut zu genau dieser Hochzeit
Und so, jetzt gehe ich aber noch einmal hier oben diesen entsetzlichen Fleck an, der durchs Runterfallen entstanden ist. Und das ist jetzt hier ein Radiergummi, das ich mal geschenkt bekommen habe. Und ich habe das Gefühl, der fühlt sich so ein bisschen rauer an, als ob da Schleifpartikel mit drin sind. Und ich habe jetzt hier mal schnell gestellt und radiere da wirklich eine ganze Weile drumherum. Und ihr seht, das wird schon weniger. Also ich bin sehr begeistert. Und die Oberfläche sieht jetzt nicht abgeschabt aus. So, um jetzt abzulenken, habe ich noch ein paar Sprenkel drauf gemacht, weil das Auge dann vielleicht ja eher so ein bisschen Unregelmäßigkeit da gewohnt ist und dieser kleine, nur noch schwach sichtbare Fleck nicht mehr so im Fokus ist. So, und mein Vellum-Herz habe ich mit einer Vellum-Klebemaus befestigt. Die gibt es bei Danny Poist. Da bekomme ich regelmäßig Nachfragen. Ich habe leider keine Herstellerangabe dazu. Ich glaube, das ist irgendwas Japanisches. Und findet ihr aber bei Danny Poist im Shop bestimmt auch noch woanders. Ihr seht, ich habe hier nochmal zwei Nylonschnüre drum gebunden und ich finde sie richtig, richtig toll. Also mir gefällt sie sowas von prima, hätte ich nie gedacht. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Herzchen-Fan, aber die hier, die sieht echt toll aus. Finde ich richtig spitze. Und diese Schrift, die ist doch messerscharf geworden, oder? Also da ist nichts drunter gelaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch an der Stärke der Schablone liegt. Also wenn ihr eine sehr wabbelige Schablone habt, sage ich mal, neigt das eher dazu, dass ihr da so dünne Medien drunter bekommt. Also für Tinte mag es noch funktionieren, aber für so dünnere Sachen wird es dann schon ein wenig heikler. Naja, das hier hat zumindest super geklappt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Und ja, schreibt ihr mir gerne unten in die Kommentare, welches denn eure Lieblingskarte ist, ob ihr auch schon so Fehlversuche mit diesem Tacky When Dry Medium gehabt habt, mit speziellen Foliensorten und ob ihr dieser Technik mal einen Versuch schenken wollt. Wie gesagt, ist super zum Reste aufbrauchen. Ich finde es prima, hat richtig viel Spaß gemacht und ja, werde ich sicherlich jetzt öfter verwenden, obwohl ich dieses Gel tatsächlich auch schon eine Weile habe und damit auch schon gearbeitet habe. Aber jetzt, das war irgendwie nochmal, ja, für mich auch sehr erhellend, das einmal wirklich so von Lieschen bis Lottchen auszuprobieren. So, ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zusehen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und sage Tschüss, bis demnächst.